Diese Woche starten wir in Jagerloo mit den Neuigkeiten im Hause Alex Amsterdam. Wir marschieren mit der Morning Parade, sind Trendsetter mit Jolina Dreves, geben uns betont männlich mit Masculini und die Moderation übernimmt heute die Band Performance. Los geht's! Hi, welcome to Jagerloo. We're Performance from Manchester. I'm Laura. My name's Joe. My name is also Joe. We'd like to introduce a young 15-year-old girl who has a very famous father and an American top 20 dance record. Her name is Jolina Dreves. Enjoy her music. Sie wird bereits als die deutsche Miley Cyrus gehandelt. Da ist es kein Wunder, dass ihre Herkunft im Video zu Trendsetter auch nicht verheimlicht wird. Macht ja nix, immerhin ist es eine deutsch-amerikanische Produktion, die Erfolg hat. Trendsetter ist momentan in den USA in den Dance-Charts von 15 auf 18 zwar abgerutscht, aber immerhin. Und ja, da freue ich mich natürlich auch riesig drüber. I look dreamless, I look cool, I look funky, fresh and new, I'm not just a face in the crowd. Zusammen mit dem amerikanischen Produzenten und Sänger Al Walzer hat die 15-jährige Tochter von Jürgen Dreves den Song aufgenommen. Der Videoclip ist eine Mischung aus Bling Bling und Heimatfernsehen, doch das scheint anzukommen. Ja, also wir haben die Hälfte bei einem Fotografen, Manfred Esser, in Köln gedreht und dann die andere Hälfte in der Schweiz und auch ein bisschen in Los Angeles. Und da konnte ich dann natürlich auch meine Ideen mit reinbringen. Also wenn ich da irgendwie eine coole Idee hatte, dann konnte ich das auch mit einbringen. Hierzulande wird Jolina dagegen ankämpfen müssen, nur die Tochter eines bekannten Musikers zu sein. Wobei Jürgen Dreves als J.D. Dreves auch in Amerika mal in den Charts war, aber das ist schon ein Weilchen her. Für ihr erstes Album, das spätestens 2012 erscheinen wird, hat sich Jolina eine besondere Idee einfallen lassen. Alle Fans, die sich bei mir auf der Website eintragen, die den Song gedownloadet haben und dann da die Transaktionsnummer eintragen, beziehungsweise diesen Kaufcode, die werden dann in meinem CD-Booklet meines Albums erwähnt, nämlich namentlich. Also dann steht da euer Name in meinem CD-Booklet. Ja, und damit wollte ich mich dann nochmal ganz so bei meinen Fans bedanken für die Unterstützung und dass ihr immer für mich da seid. Ob Jolina allerdings auch für ihre deutschen Fans da sein wird, bleibt fraglich. Wie bei den Kollegen von Vox zu sehen, spielt Familie Dreves mit dem Gedanken, nach Los Angeles auszuwandern. Drücken wir dem sympathischen Teenager die Daumen, dass sich ihre Träume erfüllen.